Das Landgericht Stuttgart hat einen Richter wegen Rechtsbeugung in zahlreichen Fällen verurteilt. Der 45-Jährige erhielt 3,5 Jahre Freiheitsstrafe. Der Jurist hatte Bewohner von Pflegeheimen wiederholt mit Bauchgurten und Bettgittern ruhigstellen lassen, ohne sie persönlich anzuhören. Solche Gespräche hatte er in gefälschten Protokollen vorgetäuscht. Zu seiner Verteidigung hatte der Richter auf Zeitnot und Überlastung hingewiesen. Im Pflegeheim soll der Bauchgurt am Bett das Rausfallen verhindern, lässt immerhin seitlich noch etwas Spielraum. Eine andere Variante, die Fixierung am Stuhl. Beides grundsätzlich Freiheitsberaubung. Es sei denn, ein Richter besucht den Pflegebedürftigen, befragt ihn und genehmigt das Festschnallen. Für solche Genehmigungen war dieser Amtsrichter aus dem schwäbischen Nürtingen zuständig. Er hat aber, so ist das Landgericht Stuttgart überzeugt, in über 40 Fällen Fixierungen erlaubt, ohne mit den alten Menschen überhaupt gesprochen zu haben. Damit die Sache nicht auffiel, hat er Anhörungsprotokolle gefälscht. Allerdings waren 7 Betroffene bereits gestorben, sodass die Sache irgendwann auffiel. Für das Landgericht Stuttgart ein schweres Verbrechen, keine Bewährung möglich. Sicherlich ist das keine Kleinigkeit, wenn ein Richter das Recht beugt. Das sieht man schon daran, dass hier heute eine Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verhängt wurde. Sein Verteidiger will Revision einlegen. Er verweist darauf, dass manche Juristen finden, Richter dürften durchaus über Fixierungen auch mal ohne Besuch nur nach Aktenlage entscheiden. Dann zu sagen, es gibt hier eine ganz klare und zwingende und unausweichliche Regelung, das sehe ich nicht so. Am Amtsgericht darf der Richter nicht mehr arbeiten, wenn der BGH das Urteil bestätigt. Bislang ist er nur suspendiert.